Herzlich willkommen zurück. Heute sammeln wir die letzte Kugel, welche wir brauchen, um ins Erdpergamentum eintreten zu können. Diese wird allerdings von drei sehr großen und sehr verspielten Pappmacho-Scheigeis verteidigt, welches erstmal heißt zu besiegen. Nachdem das geschafft ist, treten wir endlich in das Gewölbe hinein, in welchem uns die Geschichte des Erdpergamentums zum Teil erzählt wird. Dies ist uns allerdings noch nicht genug und wir versuchen verzweifelt noch tiefer in unentdeckte Gebiete hervorzupirschen, um das heilige Wesen auch zu treffen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like dafür, den schnellen Frühsupport und ein Abo und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen meine Freunde zurück zu einem neuen Part Let's Play Paper Mario The Origami King. Wir sind hier beim Panoramaberg stehen geblieben, ganz oben am finalen Punkt, um genau zu sein. Jedoch musst du mit Erschrecken feststellen, dass der Turm, welcher uns zum Ende des roten Luftschlange führt, von einer riesigen Erdmauer, welche anscheinend vom Erdpergamenton erschaffen wurde, in die Luft gehoben wurde und somit für uns zugänglich wird. Ja, wir kommen da nicht weiter. Der einzige Anhaltspunkt ist dieser besondere Faltkreis, den wir hier haben, welcher allerdings nur zugänglich ist, wenn wir halt eben das Erdpergamenton zu uns bringen und es dazu aufzwingen, dieses Geschehen rückgängig zu machen. Allerdings, keine Sorge, Leute, wir haben ja auch schon auf dem Weg hier nach oben einiges für das Erdpergamenton hingearbeitet, denn wir müssen ja erstmal dort reinkommen und müssen da ja eine gewisse Anzahl an diesen komischen Kugeln sammeln. Davon haben wir jetzt schon drei Stück an der Stückzahl. Eine fehlt es allerdings noch. Ich hoffe, wir haben die nicht verpasst. Falls doch, muss ich mich nochmal aufkämmen oder mit euch zusammen auf die Suche begeben. Es gibt allerdings noch einen Weg, welcher anscheinend zu einem neuen Gebiet, was mir nicht bekannt vorkam, führt. Und zwar, das Schild sagt dazu mehr aus. Es geht um das Panorama Sportpark. Plateau, um noch die Grammatik noch ein bisschen zu retten, von, wenn ich richtiges Synonym dafür finde. Wir haben auch im letzten Part erfahren, wo es denn als nächstes hingehen wird. Und zwar da hinten könnt ihr es schon sehen, der blaue Strang führt nämlich zu diesem rötlichen Berg, zum Herbstgipfel oder wie dieser Ort da hinten jetzt hieß. Bin mir schon sehr gespannt, die Welt 2 soll sehr, sehr cool sein und habe ich auch schon von der Musik her gehört. Das ist eine sehr gute Welt, bin sehr gespannt, aber natürlich müssen wir uns erst um Welt 1 kümmern und müssen zum Erzpergamenton kommen. Dafür müssen wir noch eine letzte Kugel finden und dann geht es dort runter. Ich erfinde noch alle anderen Sachen, die wichtig sind in Bezug auf die 100%. Hier können wir runterfallen, aber das ist im Grunde genommen egal, denn wir sind tatsächlich auf einer Erhöhung, bevor es überhaupt zum anderen Punkt runtergeht. Das ist super. Oh, da war noch ein Tor dahin, das ist ja böse. Und wir haben ja gelernt im letzten Part, da muss ich diesen Grashüpfer langsam nähern, dann hören die einen nicht. Und ja, super Anfang schon mal. An meiner Schule war ich in der Grashüpfballmannschaft, also hatte ich schon ein gewisses Vorwissen. Deswegen konntest du auch so gut abhauen, nicht wahr? Und er hüpft tatsächlich wie ein Weltmeister weiter durch die Gegend. Cool. Wir müssen wieder abchecken, dass hier noch ein paar Käferchen hinter den ganzen Grasbüscheln sind. Hier war jetzt einer, nur. Mehr ist hier jetzt allerdings auch nicht. Da gibt es auch einen Weg, der hier runterführt. Ich guck mal nach und da ist noch ein Block. Ja, sehr schön. Und da sind 1000 Münzen. Wo kommst du denn jetzt her? Alter, was ist denn seine Mission gewesen? Der kam erstmal aus dem random Punkt, wo ich ihn überhaupt noch nicht gesehen habe, her. Und war aber mal sowas von entschlossen, mich anzugreifen. Was ist denn da los? Und dann bin der Kampf Mischung aus Stachi und diesen Fritzen hier. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ach so, das ist ja dann eigentlich nur so. Ja, das war eigentlich ganz, ganz simpel jetzt, das so zusammenzuschieben. Da haben wir sogar eine perfekte Anordnung bekommen. Perfekt ist sogar noch besser als großartig. Bringt dir aber, glaube ich, nur ein paar mehr Münzen nach dem Kampf. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, dass wir den Kampf auch perfekt aufrechterhalten, indem wir jetzt den richtigen Stiefeln hier ansetzen. Euch besiege ich nämlich mit diesem Stiefel hier. Ihr müsst jetzt auch auf jeden Fall alle sterben, aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall toll angeordnet bekommen, wenn du es schaffst, halt eben alle so anzuordnen, dass du sie halt mit einem 1,5-fachen Angriffsboost holen kannst. Sprich, alle müssen in einem Zug besiegt werden können, aber perfekte Anordnung kriegst du nur, wenn du noch mindestens einen Ringzug so übrig hast. Also du schaffst es innerhalb, obwohl zwei Ringzüge möglich sind, schaffst du es mit einem Ringzug schon alle toll anzuordnen. Somit hast du eine perfekte Anordnung, weil du noch einen übrig hast. Also, das ist nice. Ich hoffe, dass dir die Stachis jetzt auch mit diesem Angriff hier super holen können. Mit einem gnadenlos exzellenten, durchwecken Angriff. Einen besseren Kampf kann man sogar gar nicht haben. Und wir erhalten Abschlussbonus, Ordnungsbonus und Facettenbonus. Aber wir erhalten kein Perfekt. Das ist schade. Ich habe laut Freund mal eine Info erhalten, dass man anscheinend einen perfekten Bonus erhalten soll, wenn man das schafft. Aber vielleicht war ich auch einfach gerade so dumm und man erhält doch mehr Münzen. Oder es ist im Endeffekt egal. Ach, macht das Spaß, diese Welt zu erkunden. Ich habe mir seit sehr viel gefallen an diesem Spiel. Und unten ist nochmal irgendwas? Nee. Ich darf hier nicht vergessen, die 100% in dem Spiel sind sehr, sehr anspruchsvoll, weil alle Toads, bodenlose Flecken, Fragezeichenblöcke, Schatzminis, das ist alles dazu und ich habe ja nochmal aufgehört auf die Karte geschaut und es fehlt noch einiges hier, vor allem was die Toad-Richtung angeht. Also ich könnte jetzt vielleicht versuchen, hier einen der beiden anzugreifen, um das Spielchen zu beenden. Ich könnte es aber auch vielleicht schaffen, den Toad einfach zu befreien, während sie ihn hin und her feuern. Darf ich mitspielen, Freunde?
Haha, da sind sie wütend. Hey, was machen? Oh, die sind jetzt traurig. Ich bin die geballte Ladung Sportsgeist sozusagen. Oh, ich kann es wirklich umgehen. Wie geil. Ah, ne, die greifen mich jetzt an. WTF, chill doch, Leute. Okay, der eine ist noch sehr entschlossen, uns anzugreifen. Ich versuche die jetzt zu umgehen. Warum soll ich die angreifen? Ist hier noch ein Tod dahinter? Vielleicht auf so einem Baum? Alter, bitte chill. Das ist schon dreist, oder? Dass sie mich sowas suchen, um jede... Ich finde das so traurig. Guck mal, wie traurig die ist, dieses Feld da so durchsuchen. Aber Leute, hättet ihr euch vielleicht mal keinen Tod suchen sollen? Ich finde es generell interessant, dass die vor allem jetzt noch... dass sie noch eine personelle, dass sie noch eine Persönlichkeit haben, nachdem die so gefaltet wurden. Weil so wie die geredet haben, kam mir das eigentlich nicht so vor. Den Tod haben wir. Mehr sehe ich auf den ersten Blick nicht. Warum stehst du jetzt hier noch rum? Bleibst du einfach hier? Und ich sehe da sogar noch Teile vom gelben Strang, oder? Nee, das ist was anderes. Ein Weg, lol. Sieht einfach schon mal so aus, als können wir die Gegner noch erkunden irgendwie. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir das erkunden könnten. Aber ich glaube nicht, dass das dazugehört. Diese Röhre führt zum Tempel des Erdpergamenton am Picknickpfad. Oha. Bevor diese Rowdies mich zu einem Fußball zusammengeknüllt haben, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, grimmig diese Röhre anzustarren. Okay. Ich habe mal gehört, dass auch Gegner eventuell einen Faltkreis oder sowas auslösen könnten. Und eventuell, oder haben wir sogar schon mal gesehen, es könnte jetzt sogar damit zusammenhängen, dass wir eventuell die besiegen müssen. Ich hoffe mal, man kann es umgehen. Es wäre unfair, wenn. Aber man weiß es halt immer nie. Na gut, ich will da eh noch nicht hin. Ich will zu einem anderen Punkt, welcher ebenfalls sehr weit weg war. Und wie ich gerade sehe, scheinen sich hier riesige Shy Guy Roboter zu befinden, welche mit dem letzten Ball spielen, den wir noch brauchen. Gib mir sofort her! Was soll das denn? Spiele ich jetzt weiter oder soll ich mich jetzt dem Spiel dazugesellen oder wie ist das jetzt hier? Ich verstehe das nicht ganz. Darf ich jetzt mitspielen? Die Musik ist ja cool. Und hier ist ein Schatzmini. Nice. Sammeln wir das zuallererst ein. Da hätten wir natürlich passenderweise eine Pappmachung-Schallgeil-Figur. Hätten wir jetzt alle Schatzminis gefunden eigentlich? Nee, hätten wir noch nicht. ETF, was gibt's denn hier noch? Darf ich jetzt mitspielen? Komm, spiel mit. Ich will das jetzt haben, das Ding. Ich meine, wenn ich das klaue, rasten die aus, oder? Warte, ich hab eine Idee. Die haben ja eine Schwachstelle an ihrem Rücken, aber die Schalke ist aber eine andere Eigenschaft. Die drehen sich mit uns drumherum, sodass wir sie nicht angreifen können. Alle drei haben sie Angst davor. Wie schaffen wir es denn so, dass sie sich umdrehen? Guck mal, die haben Angst vor mir. Okay, wie mache ich das jetzt im besten Fall? Kann ich irgendwie stunnen oder so? Ich kann die stunnen! Ja, es geht wirklich! Wie geil ist das denn? Und der ist gesagt, jetzt kann ich die Kugel einfach aufheben, oder nicht? Ja! Alter, ich bin einfach umgestoßen. Aber ich glaube, es war nicht gut, was ich getan habe, oder? Aber die Musik war witzig. Weil jetzt werden die alles andere als fröhlich noch sein, oder? Genauso wie die Typen da oben spielen die auch nur Fußball. Und wir stören die hier. Aber diese Kugel brauchen wir wirklich nur mal. Die rote Panzerkugel, einem kugelkickenden Unhold abgenommen. Das ist die letzte Panzerkugel, Mario. Oh, die sehen gerade sehr selbstsicher wieder aus. Oh ja. Was machen die da? Okay, die scheinen mich anzugreifen jetzt. Und sind aber jetzt genauso wie normale Goombas. Überlost. Überlost wie sonst was. Guck, wie die sich wieder umdrehen. Au, ah, wir müssen auch so aufpassen. Halten die auch mit den drei Hits nur aus, oder wie ist das jetzt? Die halten mehr aus, wie es aussieht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ne, doch, sieht aus. Der geht kaputt, ja. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, die Musik ist noch da. Wenn diese Musik jedes Mal spielt, wenn wir gegen diese Schallgeil spielen, wäre das ja ultra witzig. Weil das Team gefällt mir sehr, dieses Fußball-Theme hier. Und vor allem sehen die mich überhaupt nicht mehr, oder was? Also zumindest haben die einen Driver-Push auf einmal gemacht und dann haben die irgendwann aufgehört, mich anzugreifen. Und haben sich dann irgendwann umgedreht, ganz, ganz random. Aber deren Besonderes ist einfach nur, die bekommen anscheinend Angst, wenn wir sie sehen. Und dann ist es schwieriger, ihre Schwachpunktstelle zu erreichen, weil die nicht so rücksichtslos wie die Goombas sind. Und der hat sogar noch drei Toads drin gehabt. Nice. Na super. Gute Laufleistung, Mario. Ich glaube, wir mussten die sogar gar nicht killen. Gut zu wissen, dass wir die jetzt hier geholt haben. Und genau das meine ich halt eben. Man muss Gegner killen, um manchmal zu den 100% beizutragen. Alle Gegner zu töten gehört nicht dazu. Aber manche droppen die einen Gegner oder manche droppen die einen Faltkreis, um da irgendwie was mit Toad zu befreien. Das ist immer so eine Schwierigkeit. Also, wenn mir was fehlt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich irgendeinen Gegner killen musste, der dann was hatte. Und ich habe es nicht gewusst. Okay, hier für dich. Was halten wir nochmal? Oh, können ein paar Leben halten wir nochmal oben drauf. Na, das ist doch besser als nichts. Spielen die jetzt hier Fußball weiter? Ja, ich spiele Fußball weiter, das ist ja cool. Kann ich euch noch irgendwie einen Ball anbieten vielleicht? So, wollt ihr den Tod zusammenfalten wieder? Hast du schon mal von Luftgitarren gehört? Das hier ist Luftfußball. Ah, okay. Verstehe. Der Schlüssel zu diesem Spiel ist, schon vorher zu wissen, wohin der Ball fliegt. Ich finde es ja lustig, dass ihr schon Spaß daran findet. Kein Ball, kein Problem. Das ist ja cool. Ich würde euch gerne helfen. Aber wenn ihr
so optimistisch seid, dass ihr auch ohne Ball Spaß haben könnt. Leute, nehmt euch mal ein Beispiel daran. Wir sitzen hier jeden Tag zu Hause und zocken unsere Videogames und die schaffen es sogar ohne Fußball, ihre Freizeit totzuschlagen. Also Leute, Hut ab an euch drei Toads und noch viel Spaß bei diesem Luftfußballspiel. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wohin jetzt mit den Panzerkugeln... Aha, okay, warte mal. Genau. Wir haben jetzt alle Kugeln gefunden und können jetzt zum Erkpergamenton gehen. Ich will trotzdem noch mal kurz gucken, was uns hier noch fehlen würde. Also Toads gerettet, 58%, grundlose Löcher repariert, Schatzminis gesammelt und Fragezeichenblöcke. Alles scheint sich dem Ende zu neigen. Ich habe aber leider keine Ahnung, was wir hier noch machen können. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir beim Turm, den wir ja freischalten, wenn wir dann dieses Erkpergamenton gerettet haben, dass wir hier rein können und dass die Prozente, die wir da drinnen sammeln können, ebenfalls noch zu den 100% beitragen können. Also bevor ich anfange, jetzt hier Backtracking zu machen, will ich erstmal mir sichergestellt haben, dass ich in dem gebeten Gebiet alles gefunden habe. Und vor allem will ich auch generell im Spiel einen gewissen Progress haben, bevor ich anfange, ja Backtracking zu vollführen. Also mal gucken, weil ich dann noch in die ersten Gebiete zurückgehen werde. Wir haben nun alle Panzerkugeln gefunden. Hier noch kurz ins Inventar gehen. Das Inventar war, glaube ich, auf Y. Ne, das ist wahrscheinlich jetzt im... auch bei Plus oder wichtiges Zubehör zu finden, oder? Genau. Wir haben nun alle vier Kugeln, die wir brauchen, um uns vorzuarbeiten. Ich finde es auch cool, dass halt auch gesagt wird, wo wir die Kugeln her haben. Ja gut, Leute, dann nutzen wir die Röhre. Ich weiß ja nicht genau, wo wir jetzt rauskommen. Doch, ich weiß, wo wir jetzt rauskommen. Diese eine Röhre, wo ich dachte, dass wir dann noch reinkommen in Zukunft. Nein, wir kommen da raus. Ganz genau die hier habe ich gesucht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr angenehme Abkürzung. Super. Und dann haben wir erstmal 10 Minuten verbraten. Na, 11 Minuten verbraten momentan. Für mich, ihr werdet wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr sehen. Oh, wir haben sich sogar Münzen eingesammelt. Nice, okay. Das ist ja cool, dass sie hier noch nachspawnen. Und können nun ohne Probleme sogar mit Full Life, weil ich nochmal offcam einen Kampf gemacht habe, um so ein bisschen reinzukommen. Und habe ich auch mal einen Pilz gezündet, dann, weil ich da noch ein bisschen Schaden bekommen habe. War jetzt auch nicht so colorreich, der Kampf. Da habe ich nochmal Full Life bekommen jetzt, weil es ja keine Lebensblöcke mehr gibt. Nun haben wir die vier Kugeln, um beim Punkt zu bleiben, in dem Storyverlauf zu bleiben. Und können nun ins Erkpergamenton reingehen. Wir wissen unsere Mission, wir wissen unseren Grund, diesen Ort zu betreten. Mehr brauchen wir nicht. Ich hoffe, wir werden hier ohne Probleme vorankommen. Euch, ich glaube, es geht soweit gut. Es fehlen noch vier Panzerkugeln. Ah, okay, das haben wir aber schon vorbereitet. Gut, setzen wir sie ein. Jede Farbe, jede Kugel für jede Farbe, das ist ja mal sowas von klar. Ah, das wird sogar automatisch getan, weil das wäre ja auch Quatsch, wenn Nintendo uns jetzt dieses Kinderspiel hier anvertrauen würde. Das machen sie schon automatisch. So kleine Kinder tun wir dann auch nicht erreichen wollen mit uns, mit dieser Firma. Klingt jetzt so, als wäre der echte Chef gerade gewesen, null, aber ich rede gerade nur, weil ich ja das ja Nintendo mag, habe ich mich jetzt als Anhänger gesehen dazu. Und habe nun auch in der Person von Nintendo geredet. Ich habe sie ganz kurz, ich habe ganz kurz Nintendo vertreten, Leute. Nee, sie seht es endlich ein. die Musik hier, diese außerordentlich mystische Musik, macht nun hier viel mehr Sinn, weil man jetzt viel länger in diesem Menü bleibt, um diese ganzen Kugeln einzusetzen. Setzen wir die grüne Kugel zuletzt ein. Nun haben wir alle zurück. Ich habe zwar keine Ahnung, warum die Gegner, auch normale Gegner wie ein Knochentrocken, diese Kugeln geklaut haben, obwohl die ja eigentlich lieb sein sollten. Weil das Pergamenton wahrscheinlich auch in ihrem Sinne ist. Sieht man dann die Koopa, weil hier ja normale Gegner sind. Aber alles gut, wir haben alle Kugeln eingesammelt. Und die Koopa freuen sich darüber enorm. Aber ich glaube sogar, dass eher die Koopa an sich alleine mit dem Erdpergamenton zusammenhängen. Und keine andere Gegnerrasse so das als heiliges Heiligtum sieht. Weil das ja eine Schildkröte ist und Koopas sind ja Schildkröten. Deswegen passt das ja. Wie cool, dass wir den Panzerkugeln hat wirklich geklappt. Also gehen wir jetzt ein Pergamenton treffen. Ich bin ja so aufgeregt. Ich habe noch nie eins getroffen. Und damit hat sich es eigentlich schon bestätigt. Ich wusste davon schon, ein Pergamenton ist ein Lebewesen. Ich dachte am Anfang, dass es irgend so ein Dungeon ist, wie das hier ist. Aber das ist tatsächlich ein Lebewesen, Leute. Mal gucken, ob das uns wirklich fröhlich gesinnt ist. Wir danken dir von Herzen. Viel Spaß im Tempel. Oh, wir kriegen eine Gratis-Tour. Super. Ach, wie ich wünschte, dass ich den Tempel noch einmal betreten könnte. Als wäre es das allererste Mal. Ich habe euch eine Gratis-Tour versprochen, dafür, dass ihr so Geduld haben musstest. Also, Leute, wenn ich die Gegend geklärt habe, dürft ihr gerne nachkommen und dürft diese Tour ausnutzen. Ich verspreche es euch nach wie vor. Und wenn es dann erst, nachdem ich das Spiel durch habe, geklärt wird. Mario wird Tickets für euch besorgen. Und dann geht's los. Tempel des Erdpergamenton. Der erste richtige Dungeon, der erste richtige Hauptdungeon oder Zwischendungeon in diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt, was wir hier erreichen können. Auf der Karte ist es ein neues Gebiet. Oder zählt das noch zum Picknickpfad dazu? Nein, es ist ein eigenes Gebiet. Ziemlich cool. Ich finde das sogar ziemlich gut gemacht auf der Karte. Wie das jetzt so richtig so ein Ausschnitt ist. Also am Anfang war das ja ein volles Gebiet, glaube ich. Und jetzt haben die das so, so ein Ausschnitt hingeböllert. Extra, damit man das Erdpergamenton sehen kann. Voll cool. Was ist denn das hier für eine Kiste? Erdpergamenton Tempeltour. Ursprung des Tempels. 10 Münzen. 10 Münzen einwerfen? Ich meine, klar, wir sind reich und ich denke mal, alles, was mit Münzen zu tun hat, sollten wir auch nutzen. Werfen ein bisschen Geld rein. Der Legende zufolge... Ah, das ist eine Geschichte, die hier erklärt wird jetzt, weil wir das bezahlt haben. Cool. Der Legende zufolge ruht der Gott der Erde, das Erdpergamenton, in genau dieser Höhle.
Seine Macht ist so unermesslich, dass es ihm sogar möglich ist, den Boden selbst anzuheben. Was wir schon bei dem Leuchtturm oder was wir schon bei dem Berg oben erfahren haben am Anfang des Partys. Dann nimmt es nicht Wunder, dass die frommen Coopers ihn mit Pilgerfahrten und Geschenken ehren. Wie die 10 Münzen von mir zum Beispiel. Können wir die Geschichte noch ein weiteres Mal jetzt einfach hören, oder was? Oder gibt es noch ein weiteres Secret dafür, dass wir es jetzt nochmal einwerfen? Nee. Das ist jetzt einfach nochmal die gleiche Geschichte. Okay. Cool, dass wir uns die Geschichte für 10 Münzen anhören können. Und wir können mehrere Male Geld einwerfen, um die Geschichte auch ganz zu verstehen. Aber nein, ich dachte, es gibt nochmal einen Tod oder sowas dafür. Aber ich finde es cool. Wir können jetzt hier optional die Story vom Erk-Pergamenton mitbekommen, sollten wir nicht so geizig sein und die ganzen Münzen umgehen. Klar, für einen Speedrun ist das natürlich nicht möglich, das zu machen hier. Aber wir spielen hier ausführlich dieses gesamte Spiel, also hören wir uns die gesamten Geschichten an. Erk-Pergamenton, Tempeltor 2, Panzer der Erleuchtung. Ich finde es ja traurig, dass man... Ich meine, bezahlt man generell schon Eintritt für das Erk-Pergamenton? Denn wenn man schon Eintritt bezahlt, finde ich es ja traurig, dass die Geschichte, die in dieser Tour enthalten sein sollte, wenn man den Eintritt bezahlt, dass man nochmal extra Geld bezahlen muss dafür. Nur um die Geschichte hier zu erfahren. Also wenn es gerade das generell ist, ist ein cooles Marketing. Man kann selber entscheiden, ob man das Erk-Pergamenton, ob man die Geschichte erfahren möchte oder ob man einfach nur dazu da ist, um die Höhlen zu erkunden. Und dann kann man optional Geld bezahlen, das ist ja cool. Aber wenn man ein Ticket bezahlt und dann noch den Scheiß hier bezahlen muss, Brudi, was ist das für eine Scheiße? Ich erwarte in einer Tour generell, dass das hier alles inkludiert ist, wenn ich das Ticket, den Eintritt schon bezahle. Für den kreativen Geist spiegelt sich in jenen Felsformationen, die Gestalt des Erdpergamenton selbst. Okay. Und so verehren viele fromme Coopers seinen segensbringenden Panzer genau an dieser Stelle. Der Panzer des Erdpergamenton soll sogar noch härter als dieser unzerstörbare Fels sein. Also das Tor jetzt am Anfang oder generelle Felsen? Und lol, wo kommst du denn jetzt her? Wie random. Kamst du jetzt gerade nur vor, weil ich es gekauft habe hier? Sieht dieser Fels für dich nach dem Erdpergamenton aus, Mario? Für mich ja eher nicht. Okay, er hat glaube ich auch die Geschichte gehört. Und ja, es soll wohl anscheinend, ich habe es auch, wenn ich gerade die Moral verstanden habe oder generell diese Geschichte dahinter verstanden habe, soll anscheinend jeder Fels hier aussehen wie das Erdpergamenton. Oder zumindest so robust sein. Und ja, Mario kann es mit seinem starken Hammer, womit er schon viele Gegner gekillt hat, nicht zerstören. Er wird sehr robust sein. Okay, also das Gleiche. Na, dann dir noch viel Spaß hier. Ich finde das so nice. Erdpergamenton Tempeltor 3, wehrhafte Gottheit. Oha. Wehrhafte Gottheit. Ich bin mal gespannt, was der Bezug hierauf war. Diese klauenförmige Furche soll aus einem epischen Kampf des Erdpergamenton und... Strich Mario? Hey, wenn das wirklich du bist... WTF? Mario, dann musst du mir helfen! Ist ein Tod drinne? Da ist ein Tod drinne, der die Geschichte erzählt hat. WTF? Wie geil ist das denn? Komm raus! Wie lange hast du mir schon diese Geschichte erzählt? Oh toll, vielen, vielen Dank! Oh. Oh. Dafür haben wir jetzt aber dieses Teil zerstört. Ich war's nicht! Na gut, vielleicht war ich's doch. Vielleicht habe ich einfach Kabel und Zahnräder und so rausgerissen, als ich da drin war. Ach, wirf. Ey, ich komme gerade nicht darauf klar, das ist so geil. Ach, wirf einfach ein paar Münzen da ein und dann sag ich mein Sprüchlein auf. Ich finde es so gut, dass er gerade in dieser Maschine drin war. Ich sag mir nämlich generell schon, dass Toads in dieser Maschine drin sind und was man mit Geld die rauslocken kann. Aber nein, explizit in dieser Maschine war ein Toad drin, der diese Geschichte einstudiert hat, extra um mir diese Geschichte zu erzählen hier. Und er war sich seiner Rolle bewusst, als er merkte, dass ich gerade davor stehe und er vielleicht gerettet werden möchte. Ich weiß nicht, wie viele andere Koopa und Toads er schon befriedigt hat mit seiner Geschichte, aber mir hat er dann doch die Reißleine gezogen. Gut, ich will trotzdem die Geschichte noch richtig erfahren. Also, natürlich will er noch 10 Münzen haben, wie gebe ich ihm die Münzen nicht einfach so jetzt? Mal sehen, wo war ich stehen geblieben? Ah, richtig, man nimmt an, dass diese riesige Furche vom Erdpergamenton hinterlassen wurde. Aber... Und das ist sehr wichtig. Es heißt auch, dass sein Klauenhieb sein schwächster Angriff war. Oha, Alter, WTF. Das, was einem richtig zusetzt, sind wohl die Felsen, die es spuckt. Also besser mal darauf achten, würde ich sagen. Mir macht es Sorgen, dass Leute hier... Ich meine, Mario, explizit, wir müssen uns Sorgen machen, dass wir vielleicht noch gegen das Viech kämpfen müssen. Wenn wir jetzt Kampftipps indirekt über diese Geschichte erhalten. Aber ich meine, diese Geschichte wird ja wahrscheinlich jeden erzählt, der hier vorbeiläuft. Also, wie sind wir denn jeder hier über Kampftipps zum Erdpergamenton unterhalten? Muss jeder gehen, dass ich kämpfe am Ende, oder was? Weil, ich meine, es gibt nicht genug Hinweise darauf. Okay, mal gucken, was die anderen Geschichten hier noch erklären. Part 4, steiniger Pilgerfahrt. Okay. Das könnte für das künftige Vorangehen damit zusammenhängen, oder?
dass wir jetzt diesen Weg hier, dass wir jetzt Informationen über diesen Weg erhalten, der jetzt auf uns zukommt. Der folgende Abschnitt wurde der Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Warte mal. Der folgende Abschnitt wurde der Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Das klingt irgendwie grammatikalisch falsch, oder? Oder bin ich gerade dumm? Vorsicht! Unebener Boden! Okay, es gibt einen unebenen Boden. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was der Bezug darauf jetzt war. Wieso leuchtest du nicht? Aha, weil ein Tod drin war, verstehe. Gut, ich wollte doch nur das Erdpergamenton sehen. Schöner Arschlamassel. Wie kommst du überhaupt da rein? Hast du mir das gesagt? Nö. Okay, können wir das mal anmachen jetzt für ein weiteres Licht? Der Weg ist wirklich nur für den Weg hier nach unten. Kann man das wieder ausmachen, wenn es dagegen knallt? Ja, kann man. Aber es ist kein weiterer Tod da drin. Ich kann das schön für ein paar extra Flecken und drei Käfer, lol. Alter, erstmal dich hier. Der gelbe Tod? Aha, der ist sogar noch ein besonderer. Vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich endlich zu meinem Stand mit edlem, exquisiten und extra günstigen Zubehör zurück. Ich stehe direkt draußen vorm Tempel. Komm vorbei, falls du Zubehör brauchst, ja? Auf jeden Fall. Bis jetzt war ich noch nicht mehr in Toad Town. Deswegen, der andere Toad, der ist ja weggerannt. Der andere Händler Toad. Weißt du, ich habe mal ein Buch oder über sowas gelesen. Aber ich war trotzdem nicht bereit, als es dann mir selbst passiert ist. Achso, ich habe mein Buch darüber gelesen, wie man so einen Käfer falten kann. Okay. Nun gibt es noch einen dritten Käfer, den müssen wir auf jeden Fall noch finden. Wo ist der hingerannt? Es waren drei Käfer, garantiert. Ach, hier ist er. Warum hast du denn Angst vor mir? Ach, gerade jetzt, wo ich in Sachen Krabbelkäfer den Bogen raus habe. Ich hätte ein tolles Versteck gefunden, von dem aus ich dem nächsten Pilger einen gehörigen Schrecken hätte einjagen können. Oh. Wäre es Spinne gewesen, hätte ich auch Angst gehabt. Auch wenn es Origami-Spinne gewesen wäre. Aber nur so habe ich keine Angst davor. Gut, gehen wir noch mal ganz kurz raus. Ich bin den Weg ist ja nicht lang gewesen. Ich will noch ein paar Zubehör kaufen. Das wären dann sogar die ersten, die ich mir zulegen kann. Und soll wirklich einen Kampf gegen das Pergamenton haben, wäre es ja nicht falsch, eventuell mal bei diesem Tod stehen zu bleiben. Und ich sehe sogar, es gibt noch einen weiteren Stand hier. Und die Musik, die ist auch neu. Die jetzt eingeschritten ist, seitdem wir dieses Erdpergamenton, dieses Torgau aufgemacht haben hier. Gut, was sagst du? Du gibst Zubehör, nicht wahr? Edel, exquisit und extra günstig. Du brauchst Zubehör? Wir haben Zubehör. Cool. Krieg ich mir wirklich Rabatte für sowas? Gib dir mehr Zeit, um deine Gegner im Kampf anzuordnen. Ah, okay. Bronzezeit plus. Stimmt, das habe ich schon gehört. Er gibt mir hier Bronzesachen. Und die Todglocke gibt's hier auch schon. Klingelt, wenn in deiner Nähe ein Tod Hilfe braucht. Das ist ein ziemlich geiles Zubehör, was man sich auf jeden Fall dauerhaft holen sollte. Es gibt zwar später nochmal ein anderes Item, mit welchem man ganz, ganz genau die verschiedensten Toads finden kann. Aber für den jetzigen Standpunkt wäre es nicht schlecht für ein Zubehör, diese Toad-Glocke zu haben. Bronze-KP plus. Erhöht deine KP im Kampf ein wenig. Das ist mir eigentlich recht wurscht momentan noch. Lässt dich im Kampf ein bisschen weniger Schaden erleiden. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also so extra Zeit wäre echt nicht schlecht, um halt so generell so etwas weniger Druck beim Zusammenschieben zu haben. Ich würde mir jetzt das hier holen wollen. Bronze Plus, das macht insgesamt 2000, das ist ziemlich teuer, aber ich glaube, wir halten sogar noch höhere Versionen davon, wenn das Bronze ist. Gib dir mal Zeit, auf jeden Fall will ich es haben. Damit dir dein Zubehör auch etwas nutzt, musst du das im Menü dann noch und natürlich und dann noch aktivieren oder Zubehör dann. Du kannst jedoch nicht beliebig viele Teile auf einmal aktivieren, also gut überlegen, was du dir holst. Ich meine, ich weiß zwar nicht, ob es zu den 100% dazugehört, aber ich glaube, es gehört nicht zu den 100% dazu, alles zu kaufen. Aber ich will mir jetzt mal die Todglocke holen. Für, und die will ich direkt ausrüsten. Die beiden Sachen werden ganz, ganz wichtig jetzt. Den Rest will ich mir noch nicht holen. Ich will jetzt lieber mal. Oh, weil doch, wir könnten. Also, ach doch, die Abwehr noch. Wäre doch ziemlich geil. Doch, komm mal, gib Abwehr her. Abwehr ist auch ziemlich nice. Wir erzählen mehr Abwehr. Lecker, lecker, lecker. Lässt sich im Kampf weniger Schaden leiden. Wir haben eh noch nicht so genug Zubehör, also warum nicht? Das lasse ich jetzt aber noch aus hier. Das braucht man nicht. Das Geld will ich noch sparen. Ich will es jetzt mal ausrüsten hier. Und das Zubehör. Also, wir können zwei Sachen ausrüsten oder wie. Ach nee, das sind verschiedenste Gruppen. Oder was? Hä? Oder nie? Verstehe. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ausrüstung. Verfügbar. Okay. Kann ich nur eins ausrüsten, oder was? Oder kann ich von jeder Stufe eins ausrüsten hier? Boah, das sind mehrere Glocken, die ich sogar gerade hier sehe. Irgendwie. Oder? Ich rüste einfach alle aus, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Ist immer gut vorbereitet. Also sollten wir denn ja eines Toads sein, sollten wir die Glocke jetzt ausschwingen sehen. Ich spreche mal ganz fix. Auch wenn ich glaube, dass man im Pergament und generell nochmal eine Möglichkeit selber zu speichern. Nur zur Absicherung, falls es doch nicht der Fall ist. Und die mega asozial sind. Da sind wir ja jetzt gut vorbereitet, Leute. Na gut, dann sehen wir uns gleich an der Stelle, wo wir gerade stehen geblieben sind. Es ist gleich viel familiärer, wenn man so viele Toads hier links und rechts überall sehen kann. Aber alle grün, bis auf den einen Händler. Der war ja aber auch ein besonderer Toad. Das ist interessant. Bitte an unsere Besucher, das göttliche Abbild nicht bemalen. Abklopfen oder zu lange betrachten. Ich dachte, wir lange betrachten? Okay. Aber ich muss es betrachten, wenn ich diese Geschichte hier hören möchte. Part 5, der Herr des Tempels. 50 Münzen. Okay, das müssen wir anscheinend machen sogar. Sogar teurer deswegen. Warum wollen die jetzt hier mehr Geld haben?
Na, gut, wird wichtiger sein. Hier sehen wir ein Abbild des Erdpergamenton in seiner ganzen Pracht. Eine Schildkröte. Auch wenn er selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man sein Schwänzchen beachten. In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben. Oha. Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle, die ihn so allseits beliebt macht. Das ist cool. Jetzt haben wir eine wichtige Information erhalten, neben den Angriffsmustern von ihm. Und damit ist der letzte Teil dieser Tempeltour beendet. Wir erwarten ihre großzügigen Spenden. Ja, haben wir doch schon, mussten wir doch schon geben. Und wir erhalten sogar noch ein paar, oh, wir erhalten sogar Stimmsel dafür, das ist ja lieb. Schön. Okay. Wie, ist hier schon Schluss? Ein bisschen enttäuschend, oder? Naja, besser als nichts, oder? Hm, könnte es etwas albern sein, aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal versuchen. Was machst du jetzt? Das bemalen oder was? Ach, ich glaube, ach, sie bindet an! Liebes Erdpergamenton, wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so gnädig sein, den Felskram auf unserem Weg zur Luftschlange beiseite zu räumen? Das ist ja voll. Anbetende gehilft immer, eine Gottheit. Wir danken dir für all deine Gaben und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung. Tja, das hat nicht geklappt. Jetzt hat es. Es ist etwas peinlich, dass ich es versucht habe. Mario, tu irgendwas. Schade. Gut, wenn das eben so eine faule Gottheit ist, können wir eben nicht anders als das als nachhelfen, indem wir dagegen donnern. Boom! Komm raus, ey! Du scheiß faule Gottheit, Alter. Ey, komm, der war faul. Wir haben es gerade auf die richtige Methode versucht, aber er war faul und hat uns nicht helfen wollen mit anbeten. Dann müssen wir wohl manuell nachhelfen. Geht ja nicht anders. Vielleicht pennt er gerade eben. Was weiß ich. Dann müssen wir jetzt nachhelfen. Du hast das Erdpergament und einfach umgeworfen. Ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht. Wie wird man normalerweise für das Verwüsten einer heiligen Stätte bestraft? Nichts schlimmer als das, was uns eh wahrscheinlich schon bevorstand. Geht das nur mir so oder zieht das hier plötzlich total? Das liegt wohl daran, dass noch ein geheimer Weg dahinter lag. Ah, die Höhle geht noch weiter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Wie aufregend. Ganz genau. Was sagen die Toads jetzt eigentlich? Das muss ich meinem Chef melden, weißt du? Da fällt mir auf, er macht jetzt schon ziemlich lange Urlaub. Oh, okay. Gut, dann ist ja alles cool. Wie jetzt, die Tempeltour geht immer noch weiter? Hier kriegt man ja wirklich was für seine Münzen. Ja, diese Leute, ich habe euch auch nur mehr Möglichkeiten geliefert. Und ich habe euch nur gezeigt, dass der Tempelgott nur eine Lüge ist. Tempelgottheit. Na, mal gucken, was damit auf sich hat. Schmutz war das ja. Schmutz. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Ah, okay, verstehe. Wir haben bis jetzt, apropos Tempeltour, wir haben bis jetzt noch keine richtigen Informationen erhalten. Wir haben noch keinen Block gehabt, wir hatten noch kein richtiges Schatzmini gehabt, was es ja, glaube ich, hier geben sollte, laut Karte, oder? Ganz genau, wir haben nur Toads retten können, davon sogar fast alle. Also, Leute, ich würde sagen, es geht ja noch um einiges weiter und ich würde, ja, ein paar Minuten habe ich noch. Also, ein bisschen vorangehen können wir ja noch. Ein bisschen reinzuschnuppern in das ganze Pergament. Oh, was zum Teufel? Ey, wie dreist du das denn bitte? Gut, jetzt wissen wir immerhin, dass wir da schon vorausspringen müssen. Oder wir brauchen immens hohe Reflexe. Um das Ding zu umgehen. So, wir gehen den Ding voraus, weil das extrem hoch springt. Springen hier drauf, von der Höhe her. Und gehen hier drauf. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen Tod übersehen haben, aber viele fehlen uns ja nicht mehr. Okay, hier ist ein großer Weg, der uns noch weiterführt. Da war sogar ein Herz davor. Was geht denn hier ab? Beim Erdpergamenton. Oh, sieh das an! Ah, das ist ein großes Tor. Oha, Alter, was wurde denn bitte hier geheim gehalten? Das ist viel beeindruckender als alles, was wir bisher gesehen haben. Ja, warum wurde das geheim gehalten? Das ist doch immens genial. Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern. Ah, klingt das irgendwie komisch? Ja, egal, los geht's. Naja gut, ihr müsst erstmal einen Weg dazu dorthin finden, oder nicht? Und warum sind die überall Kuppelschelze auf dem Boden? Ganz nebenbei, und ich hoffe, ich beschwöre sie damit nicht. Wir haben schon lange keinen Fallschirm mehr gesehen, ja. Kaum fällt's mir auf. Schon haben wir eine neue Gegnersorte. Ich glaub's ja wohl nicht. Cooper. War ja klar. Und ich konnte sie umgehen wie so ein richtiger Profi. Na gut. Halbwegs wie ein Profi. Gut, ich hab sie jetzt so verwirrt, dass ich jetzt einfach neben ihnen gespawnt bin. Ich bin immer nach unten gefallen, um weiter Druck zu machen auf sie. Und jetzt falle ich auf den Kopf drauf. Oh Gott. Hat am Ende nichts mehr gebracht, WTF. Weil die eine Insel angreifen. Und man kann sie nicht so einfach umgehen. Panzerschuss. Na gut.
Dann geht's nur los. Koopa-Kampf. Oh Gott, sind das viele Gegner. AP plus und wir erhalten nochmal Zeit oben drauf. Ja, das ist doch schon mal besser als nichts. Wie schieben wir euch denn jetzt? Ich würde sagen, das sind drei Reihen. Wir bewegen sie alle so, wie wir sie haben wollen. Das ist, glaube ich, komplizierter als gedacht. Ja. Sieht kompliziert aus. Ist aber Kinderkram im Endeffekt, weil alle drei sich gleichmäßig abgeseilt haben. Das ist jetzt falsch, oder? Meine Frage ist nur, ich wollte gar nicht wechseln, aber wir haben drei Angriffe drauf. Okay. Wir müssen Schuhe einsetzen. Meine Frage ist nur, können wir die mit normalen Schuhangriffen besiegen? Ich glaube schon. Und die Musik ist ja cool, die hier läuft. So, ich hoffe, dass die direkt sterben. Aber es sieht gut aus. Ja, Koopa halt nicht viel aus. Und die scheinen sich nicht wie normale Gegner in ihre Panzer einzuziehen, insofern man die zumindest ist halt dann One zieht natürlich logischerweise. Was machen denn die eingezogenen Koopa jetzt anders? Und vor allem, warum ist der eingezogen? Warum ist das der einzige Stapel, der sie einziehen musste? Ich habe mal versucht, jetzt den normalen Schulangriff einzusetzen. Die müssen ja daraus lernen. Ich habe die Eisenstiefel. Es sind ja bestachelige Gegner, gut, könnten aber auch Panzer knacken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir setzen das hier ein und gucken mal, ob die jetzt immun dagegen sind oder nicht. Und nein, die sind nicht immun dagegen. Das ist total broken, wenn die eingezogen sind. Denn sie machen 15 Schaden auf alle anderen Gegner. Und sind zumindest sogar stärker als Eisenstiefel. Weil die nur 14 Schaden machen können. Nice. Und sehr lobenswert. Was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn die das gleiche gemacht hätten wie in Color Splash. Dass du für das Besiegen von Gegnern eine gewisse Chance hast, dass du eine Statue von denen erhältst oder sowas. Und du musst alle Statuen sammeln von jedem Gegner, um halt eben 100% zu haben oder so. Klar, das ist ein bisschen scheiße, wenn du dann gezogen bist, Gegner anzugreifen, klar. Aber immerhin hat es dann einen Mehrwert, Gegner überhaupt anzugreifen. Denn jetzt geben die halt nur Schnipsel. Und ich meine, ich greife neue Gegner immer an, aber sonst ist es total cringe und nervig, das zu machen sonst. Oh Gott. Noch ein weiterer? Na gut. Wir hatten gerade einen Kaffee nicht gehabt. Es sollte eigentlich reichen. Versucht ihr jetzt mal weitestgehend zu umgehen. Ich meine, warum sollten wir jetzt noch einen weiteren angreifen? Wir haben gerade schon gesehen, wir sind noch recht voll und lohnt sich nicht. Wir haben noch ein weiteres Paar Stiefel. Glitzerstiefel, Leute, werden immer besser, die Dinger. Stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Also wow. Einfach nur stärkere Stiefel, kann man sagen, sind die jetzt hier gewesen. Cool. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt hier stehen, mitten im Erdhackermenton. Wir sind hier tief in die Hülle eingedrungen und werden uns hier noch im nächsten Mal umschauen, haben die ganzen Kugeln zusammenbekommen, haben den Eintritt zusammengefunden und werden im nächsten Part hoffentlich diesen Tempel hier abschließen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like, dafür einen schnellen Frühsupport und ein Abo und nun noch einen schönen restlichen Tag und einen schönen kommenden Tag. Ja, wir sehen uns wieder zurück zum nächsten Part. Ciao.